Seit 2019 hält die Covid-Pandemie die Welt in Atem. Fast überall waren die Gesundheitssysteme und Krankenhäuser überlastet. Die Todesraten schnellten in die Höhe. Doch offensichtlich nicht in Kuba. Dort hielten sie nach offiziellen Angaben nicht nur das Virus in Schach, sie leisteten auch noch weltweit medizinische Hilfe. 2 Jahre lang erhörte der seit der Revolution von 1959 international solidierte Inselstaat jeden Hilferuf. Er schickte seine Ärztebrigaden nach Lateinamerika, in den Mittleren Osten, nach Afrika und auch nach Frankreich und Italien. Bataillone von Kämpfern im weißen Kittel voller Nationalstolz pflegten die sogenannte kubanische Tradition der humanitären Diplomatie. Wahrheit oder Propaganda? Natascha ist Ärztin. Auch sie ging lange mit den Brigaden auf Auslandseinsätze. Wie geht's, Doktor? Gut, herein. Heute ist sie zurück in Kuba und arbeitet als Familienärztin in einem gemeinschaftlichen Gesundheitszentrum in Havanna. Machst du deine Übungen? Ja, mache ich. 124 zu 80, optimal. Wow, ich bin echt fit. Sauerstoffsättigung bei 99 und Puls bei 79, das ist wirklich sehr gut. Einatmen. Gut, setz dich. In Kuba setzt die Medizin vor allem auf Vorbeugung. Sie haben bei mir einen zu hohen Blutdruck festgestellt. Deshalb kontrolliere ich das regelmäßig. Fast jede Woche. Ich komme 2-mal die Woche hierher und lasse meinen Blutdruck überwachen. Manchmal auch öfter. Von wann ist das? Letztes Jahr. 2022. Eigentlich April. Bin ich dauernd hier. Ich komme gerne. Fast zu Adolf Hitlers Geburtstag. Die Gesundheitsversorgung kostet nichts. Nur die Medikamente zahle ich selbst, wenn ich in die Apotheke gehe. Also dann, bis bald. Die wichtigste Errungenschaft der Castro-Revolution ist die öffentliche und kostenlose Gesundheitsversorgung für alle. Gefolgt von der ganzheitlichen Medizin. Sie dreht sich nicht nur um den einzelnen Patienten, sondern auch um die engste Familie. Das ist das Besondere an unseren Gesundheitszentren für die Familien. Die Ärzte kümmern sich dort um den einzelnen Patienten, dann um seine nächste Familie und dann um seine Gemeinschaft. Sie kümmern sich um seine Krankheit, um das kleinste eventuelle Wehwehchen, aber auch um seine sozialen und familiären Sorgen, wie etwa Probleme mit Gewalt oder noch Schlimmeres. Und dann kümmern wir uns um die Gemeinschaft. In diesem Kontext geht es vor allem um Epidemien. Durch die Präventionsarbeit in Sachen Epidemien gelang dem Land als einem der ersten die Ausrottung von Malaria, Polio und Masern. Große Triumphe in Castros Agenda, die der Ideologie des Regimes vom Teilen und Geben immer mehr Auftrieb gaben. Seitdem ist die kubanische Gesundheitspolitik zu einem Dogma geworden. Kritische Journalisten, die daran zu zweifeln wagen, haben kaum Möglichkeiten dazu, denn die Überwachung ist streng. Alles beginnt mit dem Medizinstudium. Es dauert 6 lange Jahre. Doch die Studenten müssen dafür nichts zahlen. Obwohl es zu den schwierigsten Studiengängen zählt, gibt es keine Zulassungsbeschränkungen. Und man muss dafür nicht reich sein. Johannes, die haben wir hier noch nicht gesehen. Es erleichtert einiges, dass man für das Studium nichts zahlen muss. Aber es verlangt einem auch alles ab. Man muss viel lernen und viel zurückstecken. Aber weil es kostenlos ist, können wir unseren Traum verwirklichen und Ärzte werden. Diese Möglichkeit haben viele andere auf der Welt sicher nicht. Denn woanders ist das ein sehr teures Studium. Im Sinne des Internationalismus wollte Fidel Castro diese Ausbildung auch Studenten aus anderen Ländern ermöglichen. Seit 1998 können ausländische Studenten an der lateinamerikanischen Medizinfakultät ELAM fast kostenlos studieren. Antonia aus Kolumbien ist 37 Jahre alt.
Sie studiert im ersten Jahr Medizin an der Elam. Dieses Zimmer teile ich mit fünf Mädchen. Ich denke, Spanisch sprechen würde auf jeden Fall helfen, wenn man das macht. Wird das auch anerkannt? Naja, das ist eine gute Frage. Ne? Wenn es ein normales Bachelor-Master-System ist. Kommen alle aus Kolumbien, aus verschiedenen Regionen. Das da oben nicht, ist mein Bett. Und das sind Fotos von meiner Familie. Antonia ist nicht wie die anderen Studentinnen. Sie war mal Kämpferin bei den FARC. Die kommunistische Guerilla kämpfte über 50 Jahre lang gegen die kolumbianische Regierung. Nach 14 Jahren in dieser Gruppe legte Antonia die Waffen nieder. Nun möchte sie Ärztin werden. Kuba empfing sie als eine Schwester der Revolution mit offenen Armen. Es ist also eine babsierte Frau. Und übernimmt für sie alle Kosten. Die Förderung beinhaltet den Studiengang, die Unterkunft und die Verpflegung für das ganze Studium und die Uniform, glaube ich. Nein, falsch, die Uniformen bekommt man hier nicht. Aber auch die Bücher sind gratis und die Hefte und Stifte. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Wir müssten die Uni nicht mal verlassen. Aber natürlich dürfen wir in unserer Freizeit auch mal hier raus. Wir dürfen uns frei bewegen. Wir bekommen also absolut alles von Kuba. Die kolumbianische Regierung dagegen gibt uns überhaupt nichts. Im Gegenzug für die Aufnahme und die kostenlose Ausbildung verlangt Kuba nur eins: die Rückkehr der Absolventen in ihre Heimat, damit sie dort als Ärzte arbeiten und ein gutes Bild von ihren Ausbildern vermitteln. Was ja based. Ich habe vor, nach Kolumbien zurückzugehen und dort auf dem Land zu arbeiten. Ich sehe es für alle kolumbianischen Studenten hier als Pflicht an, in die Regionen des Landes zurückzukehren, die der Staat im Stich lässt, und dort in der Gesundheitsversorgung zu arbeiten. Man muss wissen, dass Ärzte für die Entwicklung dieser Regionen äußerst wichtig sind. Prävention, Solidarität, die Werte der Revolution. Auf diesen drei Säulen errichtete Fidel Castro die Fakultät auf dem Gelände eines ehemaligen Marinestützpunkts. Die Soldaten mussten weichen für den Traum des Leader Maximo von der medizinischen Supermacht. Medizinische Supermacht. Auch Jonah hat einen Platz an der Elam erhalten, obwohl sie aus den USA kommt. Da sie noch kein Spanisch spricht, muss sie zunächst ein ganzes Jahr Sprachunterricht auch noch Spanisch besuchen. Lernen. Kein Problem. Und vom Klassenkreis. Wir lernen 6 Monate lang nichts anderes außer Spanisch. Die übrigen 6 Monate büffeln wir die medizinische Fachsprache auf Spanisch. Wir lernen also die wissenschaftlichen Grundlagen auf Spanisch und lernen dann, unser in den ersten 6 Monaten erworbenes Wissen im Fachunterricht anzuwenden. Sind die Kurse kostenlos? Ja, ich bekam die Zulassung für dieses Studium auf Kuba durch meine Teilnahme an einem US-Programm namens IFCO, die Priester für den Frieden. Sie sind mit Kuba solidarisch und deshalb kann ich hier kostenlos studieren. Jonah träumt seit langem davon, Ärztin zu werden. Sie engagiert sich für die Menschenrechte und stammt aus armen Verhältnissen. Das Studium auf Kuba ist also wie für sie gemacht. Ich möchte zurück in meine Heimat und meiner Gemeinschaft etwas zurückgeben und für sie arbeiten. Ich weiß, was sie braucht. Deshalb will ich zurück und Ihnen dieses Konzept der Präventivmedizin nahebringen. 100 amerikanische Studenten studieren. Irgendwelche Zweifler würden ja jetzt erstmal anmerken, man müsste mal die Qualität des Resultats sozusagen messen. Wie gut sind die Ärzte, die dabei hinten rauskommen? Also wo ich mir zumindest, aus eigener Erfahrung weiß, dass es auf jeden Fall schwierig ist, ich hatte mal einen Ingenieur der hatte mehr oder weniger ein Forschungsprojekt mit uns und der kam aus Kuba. Und das war eine ziemliche Pfeife eigentlich. Aber das ist halt anekdotische Evidenz mit N gleich 1. Studieren an der Elam, meist aus benachteiligten Verhältnissen oder Opfer von Diskriminierung. Wie zum Trotz gegen den kapitalistischen Gegner USA. Auch Beryl ist Amerikanerin. Sie floh vor der Diskriminierung und Ablehnung in den USA. Dank ihrer kleinen Beihilfe kann sie fast wie eine Touristin die wenigen geöffneten Strandcafés besuchen. A lot of people
Wir bekommen viele neugierige Blicke, einfach weil wir Amerikanerinnen sind. Vor allem, wenn wir uns auf Englisch unterhalten. Ja, die sind total baff. Ich habe keine. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Fühle mich erwünscht. Okay, also sagen wir mal so. Wenn man eine schwarze Frau ist und in Kuba lebt, dann fällt man da nicht auf als schwarze Frau. Denn da sind viele schwarze Frauen. Ich habe keinerlei Hass gegen mich wegen meiner Hautfarbe. Wir sitzen alle im gleichen Boot und geben uns alle viel Mühe. Wenn einer von uns versagt, dann versagen wir alle. Wir haben hier die Einstellung, dass es alle schaffen sollen. In den USA dagegen geht es nur darum, wer der Beste ist. Man will überall nur Einsen haben und der Beste sein. Das ist hier vollkommen anders. Solidarität mit den anderen, das gehört zu den alten Werten der Arbeiterbewegung. Auf Kuba mündet das in dem vom Staat stark geförderten Wunsch, nach dem Studium zu den Medizinbrigaden zu stoßen. Das ist der Traum vieler junger Ärzte und Studenten mit einer tiefen sozialistischen, aber auch menschlichen Überzeugung. Aber auch menschlich. Die kubanischen Ärzte gehören für mich zu den Bestausgebildeten der Welt. Wir werden auf den Umgang mit den verschiedensten Situationen vorbereitet. Aber als Mitglied bei den internationalistischen Brigaden braucht man ganz bestimmte Eigenschaften. Natürlich ein sehr umfassendes Fachwissen, aber auch eine große Motivation, anderen Ländern zu helfen. Die Ärzte dort haben es im Studium meist sehr weit gebracht. Sie sind die besten und kompetentesten, diejenigen mit der höchsten Berufung. Das zeichnet sie aus. Für einen kubanischen Studenten gibt es nichts Ehrenvolleres als die Mitgliedschaft bei den internationalistischen Brigaden. Die Solidarität stand immer im Fokus der kubanischen Politik. Und es ist das Schönste auf der Welt, wenn man weiß, dass man die Ideale seines Landes vertritt. Die Brigaden wurden 1965 gegründet, als das Regime erstmals Mediziner nach Algerien schickte, das die französischen Ärzte 3 Jahre zuvor verlassen hatten. Hilfe für ein Bruderland. Danach schickte Kuba seine Ärzte in die ganze Welt, teilweise finanziert durch den damaligen großen Bruder Sowjetunion. Parallel dazu hielt es im Land das für alle zugängliche Gesundheitssystem aufrecht. Doch mit dem Zusammenbruch des Ostblocks verlor Kuba abrupt einen großen Teil seiner Einnahmen. So begann die vom Regime bezeichnete besondere Zeit. Damit die Gesundheitsversorgung für alle kostenlos blieb, erklärte Fidel Castro tausende kubanische Ärzte zu Geldquellen für sein Land. Er nannte es Programm für ganzheitliche Gesundheit. Das internationale Programm für ganzheitliche Gesundheit entstand infolge der Katastrophen, die die Orkane George und Mitch in Mittelamerika anrichteten. Vor allem Guatemala und Honduras waren betroffen. Diese Gründung führte den Gedanken unseres Chefkommandanten weiter, also Menschen medizinisch zu versorgen, so wie in Kuba. Der Gedanke war, unser Medizinkonzept in andere Länder zu exportieren. Als diese Orkane 1998 bei seinen Nachbarn alles zerstörten, schickte Kuba ihnen Ärzte zur Versorgung der mehreren 10.000 Verletzten. Guatemalas Gesundheitssystem lag am Boden und Kuba sollte es gegen Bezahlung umstrukturieren. Die kubanischen Ärzte blieben 18 Monate und füllten so Havannas Staatskasse. Unmittelbar danach bebte in Pakistan die Erde. Wir schickten eine Brigade mit 32 Feldkrankenhäusern und über 1000 Ärzten, um den Menschen in Pakistan zu helfen. Nach der Katastrophe sanierten die kubanischen Ärzte das Gesundheitssystem. Innerhalb von 8 Monaten behandelten sie 2 Millionen Menschen und retten nach eigenen Angaben 2086 von ihnen das Leben. Für ihren Einsatz zahlte Pakistan mehrere Millionen Dollar an Kuba. 2010 dann der nächste Großeinsatz, diesmal in Haiti, verwüstet von einem verheerenden Erdbeben. Die kubanischen Gesundheitssoldaten, so heißt es offiziell, vollbrachten Wunder inmitten der Zerstörung, ließen ihre Heimat glänzen und den Außenhandel florieren. Doch Kuba hilft nicht nur in Notsituationen.
Eines seiner größten Hilfsprogramme startete es in Brasilien unter Präsident Lula. Er beauftragte tausende kubanische Ärzte mit der Sanierung des maroden Gesundheitssystems, das er Anfang der 2000er Jahre übernommen hatte. Natascha war auf einem der Einsätze in Brasilien dabei. Für sie ging es mitten nach Amazonien. Eine der schönsten Zeiten ihres Lebens für sie, erzählt sie ihrem Mann. Und Brasilien, das muss man wissen, da spricht man ja Portugiesisch. Ich habe mir übrigens sagen lassen, Lula ist so eine Art SPD-Sache. Also das politische Establishment in Brasilien kann man komplett in die Tonne kloppen. Schau mal die vielen Kinder auf diesem Foto. Sie waren alle sehr klein. Dort gibt es sehr viele Großfamilien. Die Frauen bekommen viele Kinder, oft 5 oder 6. Ja, Schröck, das Gesundheitssystem selbst ist natürlich nicht stark. Ne? Die haben einfach die materiellen Güter nicht. Denen fehlt es an der ganzen geilen Hardware, die wir im Westen haben. Aber das, warum die das nicht haben, ist ja klar. Die haben keinen Wohlstand, weil sie abgekoppelt sind von den Märkten. Ne? Die werden nach wie vor sanktioniert. Das ist ein Artefakt aus der Kalten Kriegszeit. Das ist einfach der Erzfeind der USA. Fertig, die bestimmen das einfach. Die sind ein Schoolyard-Bully. Die machen Kuba einfach kaputt. Aber das muss ja nichts bedeuten, dass die Ausbildung schlecht ist, ne? Ich meine, in der Sowjetunion war sozusagen Standard, dass alle gut Mathe konnten. Und es ist wahrscheinlich auch heute noch so, dass du in den Ostblockländern bessere Ingenieure aus den Studiengängen rauskriegst als in der westlichen Welt. Weil die einfach mal alle komplett durchkasualisierte Noteninflationswichser sind. Es war ein sehr weiter Weg. Als erstes fuhren wir mit dem Auto und dann mit dem Schiff auf dem Fluss Rio Blanco. Aber auf Portugiesisch heißt er Rio Branco, ein reißender Fluss. Hattest du keine Angst? Ja, Rossenfelder ist halt offensichtlich in diesem Video so eine Art Dr. Rainer Zittelmann. Ne? Da brauchen wir uns nichts. Sie hat einfach von Dr. Rainer Zittelmann und Vince Ebert abgeguckt. Natürlich, aber wir mussten nun mal dorthin. Ich blieb 3 Jahre dort. Unsere Aufgabe war es, unsere ganzheitliche Präventivmedizin dorthin zu bringen. Doch viele Menschen dort brauchten medizinische Hilfe, sodass ihre Behandlung erstmal Vorrang hatte. Obwohl unsere ganzheitliche Medizin sich ja vor allem auf die Vorbeugung konzentriert. Wir machten also alles, vorbeugen und behandeln. Wir behandelten auch die übertragbaren Krankheiten wie Durchfall und Atemwegserkrankungen. Das ging alles nur, weil wir darauf vorbereitet wurden. Der Großeinsatz in Brasilien mobilisierte über 8000 Ärzte und Pfleger und schmeichelte dem internationalen Ansehen Kubas in Sachen Gesundheit. Gut gewappnet gegen Epidemien, strömten die kubanischen Ärztesoldaten zur Eindämmung von Ebola 2014 in Scharen nach Guinea, Sierra Leone und Liberia. Als 2019 die Covid-19-Pandemie über die Welt hereinbrach, veranlasste Kuba die Generalmobilmachung seiner Ärzte. Hallo Zirkel. Am Anfang der Covid-Pandemie schickten wir zur Bekämpfung der Krise 58 Medizinbrigaden in 42 Länder. Aha. Von Venezuela über die französischen Antillen bis nach Südafrika oder Italien. Kuba folgte allen Hilferufen. Auch denen aus Kuwait. Obwohl das Land eines der höchsten Lebensstandards der Welt hat, bekam der Golfstaat das Virus nicht in den Griff. Etwa 3000 seiner Untertanen starben. Also schickte Kuba 300 Fachärzte dorthin. Also sie haben auf jeden Fall ein richtig krasses Exportüberschussgut. Und das sind Ärzte, oder was? Ein prestigeträchtiges Thema fürs Fernsehen und eine hervorragende Propaganda. Das Emirat war dankbar und ließ sich den Schutz seiner Bevölkerung gern etwas kosten. Wie viel? Darüber sprachen weder das kubanische Fernsehen noch die Finanzbehörde. Das Ziel unseres Einsatzes in diesem Land war es, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, die bei 1000 Fällen pro Tag lag. Wir errichteten ein Feldkrankenhaus im Kongresszentrum der Hauptstadt. Die Stadt verfügte zuvor nur über 240 Intensivbetten und wir erhöhten die Kapazität auf 1200. Sie behandelten 100.000 Menschen und retteten über 1.000 Leben. Der Einsatzleiter ist sehr stolz auf diese Leistung.
Dort kümmerte sich ein Team aus Intensivpflegeanästhesisten, praktischen Ärzten und Pflegepersonal um die Patienten. Wir arbeiteten sehr viel, wechselten uns alle 12 Stunden ab und hatten kaum Erholung. Wir arbeiteten pausenlos. Das hätte er nicht sagen dürfen. Unser Gespräch wird überwacht. Die Arbeitsbedingungen sind ein Tabuthema. Mhm. Denn laut offizieller Wahrheit sind alle Ärzte der Brigaden stolze Kubaner im Dienste der Menschheit, wie die Fernsehbilder aus Havanna beweisen sollen. Aha. Ein anderes Bild vermitteln die Aussagen im Radio und Fernsehen der USA. Kubanische Ärzte flohen aus Venezuela. Die Rede ist von Zwangs- und Sklavenarbeit in den kubanischen Brigaden. All das erfahren wir mitten im Skandal um die umstrittenen Verträge zwischen Mexiko und Kuba über das Gesundheitspersonal. Kubanische Ärzte, die desertieren, die gibt es wirklich. Etwa in Brasilien. Dr. Salomon kam 2014 für einen Einsatz in das Land. Doch der neue sehr... Ist ja eigentlich auch klar, ne? Also es ist ja wirklich so eine DDR-Situation, ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Kuba wart, aber da ist wirklich, da gibt's nicht viel, ne? Und ich denke, so muss es ja den Leuten gegangen sein, die in der DDR auch abgehauen sind, ne? Die haben Urlaub gemacht, irgendwie Ungarn, und dann haben sie versucht, über Ungarn nach Europa zu kommen. Und wenn du Arzt bist, ne? Dann kannst du natürlich in Lateinamerika ein viel besseres Leben haben als in Kuba. Und dann machst du einfach, dann haust du vielleicht einfach rein. Mir ist aber gar nicht klar, wie sozusagen das überhaupt geregelt ist als Kubaner. Also warum kann man aus Kuba nicht einfach so raus und sagen, ich möchte jetzt gerne in Argentinien leben? Kennt sich da jemand aus? Ist das irgendwie so restriktiv in Kuba, ja? Rechte Präsident Bolsonaro verordnete 2018 die Ausweisung ja, die von 8000 kubanischen Ärzten und Pflegern. Für ihn alle Kommunisten. Also die fahren ja damit, die haben ja alle da also im Prinzip haben die eine Hülle, die sieht aus wie ein geiles Auto und unten drunter ist irgendein Schrottkarre. Dr. Salomon blieb und wurde Allgemeinarzt in der Nähe von Rio. Auch Dr. Martinez ging nicht zurück in seine Heimat. Beide erlangten durch Heirat die brasilianische Staatsangehörigkeit. Sie praktizieren nun in einer Privatklinik in Vitoria. Dem Castro-Regime gelten sie als Deserteure. Mhm. Frank Salomon musste seine Tochter in Kuba zurücklassen. Doch sie bereuen nichts. Auch nicht, wie das kubanische Regime sie in ihren Augen ausgebeutet hat. Heute fühlen sie sich frei genug, darüber zu sprechen. Mhm. Es wäre super gewesen, die Hälfte von dem zu bekommen, was der kubanische Staat kassierte. Aber Fehlanzeige. Der Großteil des Geldes war nicht für uns oder unsere Familien bestimmt, sondern für den kubanischen Staat. Der rechtfertigt das mit der Finanzierung der medizinischen Versorgung und der Medikamente für die Bevölkerung. Verstehe ich, ne? Und das geht dir natürlich auf den Piss, wenn du sozusagen im Ausland bist und da merkst, wie geil das da alles ist und was für Lebensstandards da eigentlich möglich sein könnten. Und dann, dann kriegst du auch noch mit, wie viel Mehrwert von dir abgeschöpft wird und einfach in die Staatskasse reinfließt, ne? Aber ja, gut, ich meine, wenn das Studium da irgendwie kostenfrei ist und für ausländische Studenten zugänglich und dann ist die einzige Bedingung, dass sie danach wieder sich verpissen sollen und in ihrem Heimatland Arzt sein sollen, ist eine interessante Logik, ne? Und vom braven Sozialisten wird natürlich einfach mal per Dekret verlangt, dass er sich auszubeuten hat für diese höhere Sache. Klar. Aber wenn ich nach Kuba zurückkehrte, verstand ich nicht, warum die gesundheitliche Lage unverändert war und sich nichts verbessert hatte. Trotz des vielen Geldes, das wir einbrachten, sahen wir davon nichts. Das ist die Folge des politischen Systems, das sie dem kubanischen Volk aufzwingen. Sie sagen, Gesundheit sei kostenlos.
Aber eigentlich ist die Versorgung miserabel. Die Arztpraxen fallen fast auseinander. Medizinisch bekommt das Volk nichts geboten. Und schlimmer noch, in Kuba gibt es Krankenhäuser, die nach internationalem Standard behandeln. Dort kriegt man alles, aber nur gegen Geld. Du als Ausländerin kannst dorthin gehen und wirst garantiert hervorragend behandelt, wenn du dafür bezahlst. Ah, okay. Diese Krankenhäuser in Kuba lassen zwar Journalisten rein, aber nur unter Aufsicht. Sie richten sich an Medizintouristen und sind scheinbar in gutem Zustand. Okay, ja, aber ich meine, das macht alles total Sinn eigentlich, ne? Weil sie können sich im Prinzip einfach nicht leisten, ne? Woher soll die Kohle kommen? Ne? Also, Kuba ist wirklich arm. Ne? Die sind wirklich arm da. In dieser Schönheitsklinik sind die Operationen 5-mal günstiger als in Miami oder Montreal. Bezahlt wird in Dollar. Davon finanzieren sie ihre Hochglanzbroschüren zur Anpreisung ihrer Qualitätsausstattung, um reiche Kunden aus dem Ausland anzuziehen. Das Ziel unserer Klinik in wirtschaftlicher Hinsicht ist die Einnahme von Devisen zur Finanzierung des kostenlosen Gesundheitssystems. Doch die kleine Klinik spült dem Staat sicher nicht die meisten Deviseneinnahmen in die Kasse. Die Auslandseinsätze der kubanischen Ärzte liefern den Löwenanteil. Laut der Welthandelsorganisation brachten sie Kuba 2019 über 10 Milliarden Dollar ein. Der größte Einnahmeposten im Staatsbudget vor dem Tourismus und dem Devisentransfer der Exilkubaner zugunsten ihrer in Kuba gebliebenen Familien. Theoretisch sollten die kubanischen Patienten von diesem Geldsegen profitieren. Aber da stößt die Propaganda an die Grenze der Glaubwürdigkeit. In Wahrheit wissen alle Kubaner, dass sie besser nicht schwer erkranken sollten. Denn sie mögen zwar gute Ärzte haben, doch es fehlt ihnen an Ausrüstung und Medikamenten. Fragen, was sie davon halten, dürfen wir natürlich nicht. Ebenfalls unerwünscht sind wir in Havannas Apotheken, wo die Regale alle leer erscheinen. Wie in allen anderen Geschäften der Hauptstadt. Ja, und so sieht das da aber überall aus. Also wenn du jetzt, also einen Supermarkt in dem Sinne gibt's nicht, ne? Aber es gibt so kleine Läden. Und die sind voll mit leeren Regalen. Die sind voll mit leeren Regalen. Das ist so. Na, da gibt's, also es ist wirklich, ja, so stellt man sich das vor. Es ist, und man hat original da übelst DDR-Vibes. Einfach weil da alles so runtergekommen ist. Die Kubaner müssen ewig anstehen für eine Konservendose, eine Wasserflasche oder eine Handvoll Gemüse. Manchmal prügeln sie sich sogar darum. Filmen oder Interviews führen darf man nur unter politischer Aufsicht. Ja, Fistful habe ich auch schon mal überlegt. Ne? Der macht ja ständig. Also, der lebt. Ist der jetzt noch da? Weil der ist ja schon seit Jahren da. Ich dachte, der ist zwischendurch mal wieder nach Deutschland gekommen. Die Kubaner gingen auf die Straße. Aber ich eine bin mit dem, der heißt Richard, ne? In einem Tsunami von Smartphone-Videos zeigten sie ihren Überdruss und ihre Wut. 1000 Demonstranten wurden festgenommen. Einige wurden bereits verurteilt, manche zu 20 Jahren Haft. Ende letzten Jahres warteten 500 von ihnen im Gefängnis auf ihr Urteil. Seitdem sind die Strandpromenaden verwaist, zum Leidwesen der Kubaner. Durch die Pandemie blieben die Urlauber fern. Die letzten Touristen waren die Russen, die jetzt nicht mehr fliegen dürfen. Sie brauchen wohl wieder neue Einsätze von Ärztebrigaden, damit die Wirtschaft Kubas nicht völlig zusammenbricht. Ja,